Wann haben Sie zum ersten Mal aber etwas von der AZK gehört? Ich glaube, ziemlich zu Anfang. Die AZK hat ja einen riesigen, also hat ja einen unglaublichen Ruf, ja, in Deutschland, als es aufgekommen ist über die Internetvideos. Da haben jetzt alle gesagt, oh mein Gott, was machen die Schweizer denn da? Das kann man ja nur in der Schweiz machen, ja. Und wir haben uns gedacht, was für ein Aufwand, wie wird das überhaupt finanziert, wie kriegen die das überhaupt hin, wie können die diese ganzen Leute motivieren, das alles zu machen? Und ich muss sagen, ich bin jetzt hier, ich bin noch beeindruckter, als ich sowieso schon war von den Videos, die ich vorher gesehen habe. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie man die ganzen Leute dazu kriegt, das alles so koordiniert zu organisieren. Was hat Sie denn veranlasst, überhaupt zu kommen? Ich bin eingeladen worden von Ivo Sasek. Ich war sehr froh, dass er einen meiner Vorträge besucht hat im Solothurn. Und ich war auch sehr geehrt, dass er da sitzt im Publikum. Gott sei Dank habe ich ihn erst in den letzten 10 Minuten meines Vortrags bemerkt. Und dann hat er mich eingeladen. Es hat irgendwie gar nicht geklappt, erst weil E-Mails nicht angekommen sind. Und dann hat es aber doch noch geklappt. Und deswegen bin ich jetzt hier. Ich meine, Anti-Zensur-Koalition ist ja bei einem Thema, was jetzt beim UFO-Thema, ja, was alle Leute für lächerlich halten, eigentlich jetzt erstmal denken sich, was soll das jetzt hier? Aber wenn man sich mit der Materie auskennt und mit den Regierungsdokumenten dazu kennt und dann sieht, was die Geheimdienste auch unternommen haben, um das Thema 60 Jahre lang unter dem Deckel zu halten und lächerlich zu machen, dann muss ich sagen, das ist hier das perfekte Foto. Warum? Die Zensurkoalition ist ja eine Veranstaltung, die also weit über die Grenzen der Schweiz bekannt ist, ja. Ich glaube, ich kenne niemanden in der ganzen Wahrheitsbewegung, der noch nie von der AZK gehört hat. Und das ist eigentlich, also dass man sich wirklich ganz offen mit Tabus beschäftigt, ja. Dass man wirklich eine Veranstaltung abhält und sagt, so, wir haken jetzt hier mal alle Tabus ab, die es so gibt. Und da gibt es ja eine ganze Reihe. Das finde ich wirklich spektakulär und ich bin froh, dass das in einem geschützten Rahmen hier in der Schweiz auch so stattfindet. Als Sie auf die Bühne gegangen sind, waren Sie erstmal ein bisschen erschrocken, oder? Ja. Was war das für ein Gefühl? Ja, es war natürlich absolut atemberaubend, da hochzugehen. Und wenn man da vorne auf der Bühne steht, das kann man jetzt von hier aus gar nicht sehen, dann erkennt man vielleicht die ersten 10 Reihen, aber dahinter verschwimmt alles im Dunkeln, es wird immer grauer. Man hört sein Echo von dem, was man sagt, so noch 3-mal das Echo, bis es dann hinten im Raum angekommen ist. Und wenn man sich dann wirklich dann noch erlaubt, drüber nachzudenken, dass jetzt so unglaublich viele Leute in diesem Raum sitzen, die das jetzt alle hören, dann glaube ich, kommt man total aus dem Takt. Deswegen habe ich da besser gar nicht drüber nachgedacht. Es war schon ein erstaunliches Gefühl, ja. Was würden Sie sagen? Wie wichtig ist der Stellenwert einer Veranstaltung wie diese? Ich glaube, der Stellenwert einer Veranstaltung, wenn es um private Themen geht, ist enorm wichtig. Es ist nicht nur deswegen wichtig, damit die Leute kommen und davon erfahren, sondern überhaupt, dass sie sich das auch annehmen. Ja? Es muss auf eine bestimmte Art und Weise produziert sein. Die Leute haben an Massenmedien Geschmack oder Vorerwartungen, wie es eben zu sein hat. Und wenn dieser Anspruch nicht erfüllt wird, dann nehmen die Leute das eben einfach nicht ernst, weil die sich sagen, naja, das kann ja nichts weiter sein, weil das ist nicht professionell produziert. So, wenn ich mir jetzt überlege, dass Ivo Sasek und die ganze Mannschaft hier Leute zusammenholen, die vielleicht private Forscher, meinetwegen Klaus Turtur, ja, Physikprofessor, der natürlich auch eine Videokamera zu Hause hat, aber was der mit seiner Videokamera machen kann, ist natürlich weit entfernt von dem professionellen Standard, der hier erreicht wird. Ja, da muss man sagen, da wäre es wirklich schade, wenn die Forschung von ihm untergehen würde, bloß und nicht zur Kenntnis genommen würde, bloß weil er halt nicht die filmerischen Fähigkeiten hat, das zu machen. So, von daher finde ich also wirklich auch, dass der professionelle Anspruch an die Veranstaltung enorm wichtig ist. Wenn man sich anschaut, was möglich ist, wenn sich, ich weiß nicht, wie viele Leute zum Organisationskomitee gehören, aber wenn man sich anschaut, was da möglich ist, wenn sich so viele Menschen gemeinsam für ein Projekt einsetzen, und da spielt es gar keine Rolle, wer jetzt der Chef ist oder wer das Sagen hat, wenn eben diese ganzen Ego-Themen einfach weg, erstmal ausgeklammert werden und man sich wirklich auf die Sache konzentriert und dann so was Unglaubliches erreicht wird, wie diese AZK-Konferenz, dann stimmt mich das sehr optimistisch für die Zukunft, weil ich nämlich glaube, dass diese Kooperation zwischen Menschen völlig, völlig unabhängig von Ansehen oder von irgendwas, von Geld und so weiter, dass das die entscheidenden Kriterien sein werden für die Menschheit in Zukunft, um gut zu leben oder uns mal schärfer zu formulieren, um zu überleben.
Also die AZK als ein Prototyp für eine verändernde Gesellschaft? Möglicherweise, das werden wir sehen.